So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Sims 3 100 Baby Challenge. Das ist unser kleiner Kevin. Oh, er hat so schöne Augen. Das fällt mir jetzt erst auf. Ja, ich habe ihn ein bisschen umgestylt, wie ihr unschwer erkennen könnt hier. Und die Lia haben wir auch umgestylt. Auch die trägt schon den Müll raus. Charmant, charmant, Lia. Das ist sehr charmant. Und sie wirft den Müll weg, natürlich. Wir werden Lia jetzt aber auch gleich ausziehen lassen, wenn sie hier mit Emil fertig ist. Ach, Emil hat überhaupt nicht das Bedürfnis, an dir zu schnüffeln. Ich weiß gar nicht, was du hier hast. Kevin will was? Kevin will irgendwas? Was will Kevin denn? Um eine gute Nachtgeschichte bitten. Ja, mach das doch, das ist doch süß. Bevor du ausziehst, kannst du deinem Bruder noch was vorlesen. Hallo? Gemujiwo. Waba siu. Nuko suba. Tupa siraba. Bepto gonish. Diana und Tim sind zu Hause. Das ist sehr, sehr schön. Hip. Oh, hip. Okay. Ah. Pack on the guwag. Oh. Luna kann mal aufstehen und sich um ihren eigenen Haushalt kümmern. Das wäre schon mal ganz nett. Diana ist fertig mit Hausaufgaben. Dann können wir sie jetzt ins Bett schicken. Und Tim können wir... Was machst du da? Das ist nicht dein Bett, Kevin. Kevin, das ist nicht dein Bett. Na gut, Diana, da musst du jetzt da oben schlafen. Du schläfst jetzt hier. Du arbeitest hart. Fertig ist. No Grim Jisaka. Mhm. Yarbo Feralk. Das ist so süß. Ich will ein Foto davon. Mach mal die Beine zu hier, Mädel. Das ist ja echt nicht jugendfrei. Disney Pavlin. Harden Havith. Cleverig. Bravey Fleezev. Koras Kothin Kothep. Kavare. Und jetzt ist es so bei. Kein Bock mehr. Aber er schläft noch gar nicht. Oder? Hallo? Toll, er wollte eine gute Nachtgeschichte und schläft da nicht. Was ist dein Problem? Schlaf jetzt. Schlaf jetzt. Kläuschen Adams möchte plaudern. Klar, Kläuschen. Ach, das ist ja ihr Boyfriend hier, stimmt. Ups. Die wollte ich eigentlich noch an eine Beziehung kriegen, bevor ich sie erwachsen mache. Habe ich auch nicht geschafft. Dennoch werden wir sie jetzt ausziehen lassen. Einfach, weil wir es können. Hier laden schon wieder die ganzen Texturen nicht. Das ist ja charmant. Das ist ja toll. Elvik Yarb. Warum bist du gemein zu Emil? Du magst doch ihn. Oh, Emil ist schon sehr alt. Oh nein. Er wird uns bestimmt bald verlassen. Miau, miau, miau. Ja, ja, Emil. Ich nu dich. Gib ihm nochmal ein bisschen Bürsten. Und streiche ihn. Und umarm ihn. Und gib ihm ein Leckerchen. Dann kannst du dir was zu essen nehmen hier. Achso, nicht zum aktiven Haushalt, aber rauswerfen. Denn erfahrungsgemäß finden die schon immer
Oh, das ist ein bisschen verbrannt, aber egal. Da muss ich jetzt durch. Gibt es nichts. Dovi Bubu. Jalon. Dann, wenn es nur zu Hause ist, kann ich auch nicht mehr was essen. Oh, ich gebe ihn. Oh, Uja Budakaba. Uja Budakaba. Oh, Uja Bubu Bubu Bubu. Bubu Bubu Bubu. Da hat sie vollkommen recht. Ja, Luna, dann würde ich sagen. Achso, sie wünscht sich ja immer noch, Emil als besten Freund zu haben. Ready, Jay. Deswegen müssen wir hier vielleicht noch ein bisschen an der Beziehung arbeiten. Hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Nein, du bist jetzt im Begriff, sie zu machen. Sehr gut. Elena hat einen Hirsch gesehen anscheinend. Auch schön. Ubenezwi. Ibe Joe. Naja, eigentlich müsste sie ja dann bald mal hier mit dem Baby sich gut verstehen oder gut genug verstehen. Oder? Ich denke schon. Mit wem unterhältst du dich jetzt? Was ist hier los? Ja, Emil hat Luna offensichtlich ganz besonders ins Herz geschlossen. Er möchte mit Luna Freundschaft fürs Leben schließen. Sehr schön. Dann hat sie ja auch schon alles erreicht, was sie wollte. Dann können wir das hier mal ein bisschen kürzer fassen. Und danach Luna mal nach oben schicken, dass sich ja noch ein bisschen malt. Damit wir noch ein bisschen Geld reinbekommen. So, und du kannst mal schnell aufstehen und das sauber machen. Und dann auch etwas essen. Elena. Hat Elena kein Bild? Doch, die kann hier an ihrem Bild weitermalen. Und Nina ist ja schon fast fertig mit Hausaufgaben. Ninachen. Dann kann sie noch hier an ihrem Buch gleich weiterschreiben. Nein, 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 erst Hausaufgaben fertig machen. Sie sind noch nicht ganz fertig. Und dann schreiben. Aber erst, wenn du fertig bist. Wunderbar, Diana, dann kannst du duschen. Und dann auch nochmal was malen. Oder ist das eine hier von dir? Hallo? Nein. Sind die beide von Tim? Das ist von Tim und das ist von... Von wem ist das? Achso, das ist wahrscheinlich noch von Lia. Ja gut, dann kann das weg. Elena hat ein Bild zu Ende gemalt. Das kann sie jetzt verkaufen. Und dann können sie schlafen. Super. Super duper. Steck ist super duper. Na 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 na. Ich kenne den Text leider nicht, aber irgendwie muss ich ja gerade dran denken. Tim. Erheben Sie sich und essen Sie einen Pfannkuchen. So. Du kannst jetzt auch mal ein bisschen Salat essen. Und dann schlafen. Oh, was ist das denn hier schon wieder? Für eine Hakerei, sag mal. Was denn? Nina hat keinen Bock mehr. Nina möchte ins Bett. Da kann sie jetzt auch hin, meinetwegen. Marcella gratulieren. Wer zur Hölle ist Marcella? Zu was willst du ihr gratulieren? Geh schlafen. Ist besser. Besser, ehrlich, Nina. Oh, das ist einfach besser. Davido! Hm.
so, vielleicht können wir Luna auch noch mal ein bisschen schreiben lassen. Es hakt schon wieder. Warum? Warum hakt es immer? Ich verstehe das nicht. So, und dann kannst du fortfahren. Mit deinem Bild. Wenn Kevin wach ist, kann er auch mal einen Pfannkuchen essen. So, Timmy, mach ich mal ein bisschen schneller. In 7 Tagen wird der älter. Ach ja, und dahinter sind jetzt Zwillinge. Elena wird in 3 Tagen erwachsen. So, verkauf das. Und dann macht den Hausaufgaben weiter. Diana macht jetzt bitte auch mal ihre Hausaufgaben. Elena hat auch noch nicht ihre Hausaufgaben gemacht. Oh, Goggle! Yeet! Huh? Mach. Oh. Oh, hallo! Dann steht ihr euch immer alle gegenseitig im Weg. Was ist das denn hier? Oh. Mein Gott. Fernakadok. Irrenhaus. Mann. Oh, Luna ist müde und hat, glaube ich, gleich keinen Bock mehr. Dann können wir sie schon mal ins Bett schicken. Ja, geh schlafen. Tim ist krank. Wie schön. Das hat uns ja jetzt gerade noch gefehlt. So, dann jetzt Zähne putzen. Und dann kannst du hier auch mal einen Roman beginnen. Why not? Why not? Hast du also deine Hausaufgaben fertig? Ja. Diana, hast du deine Hausaufgaben auch fertig? Nicht. Aber du bist sehr müde, deswegen lasse ich dir das jetzt mal durchgehen. So, dann kannst du hier... Ach so, das ist jetzt Tims Bett. Ich vergaß. Ah, nee. Maya ist wieder unterwegs. Ich habe eben noch gedacht, ich muss dringend die Gräber verschwinden. Elena ist tapfer am Kämpfen gegen ihre Hausaufgaben. Kevin schreibt zwischendurch hier einfach mal einen Bestseller zusammen. Weil, why not? Why the hell not? Ich glaube, sie hat keinen Bock mehr. Wir müssen es ja auch nicht pushen hier. Reicht, wenn sie ein bisschen Hausaufgaben machen, da bin ich schon zufrieden. Es gab ja Zeiten, da habe ich das gar nicht hingekriegt, überhaupt hier irgendjemanden Hausaufgaben machen zu lassen. Deswegen ist das schon ein starker Fortschritt. Oh. Nina hat direkt Ambitionen. Werde Partner mehrerer Unternehmen. Mhm. Why not? Ich hatte das als Kind auch immer diesen Wunsch. Nicht. Aber okay. Nina ist halt auch direkt hier gewinnorientiert. Denkt sie, wenn ich schon nicht arbeiten kann, dann muss ich wenigstens in der Lage sein, irgendwie anders Geld zu verdienen. Was machst du denn da? Für ein Geschrei. Lieber Tim, geh nochmal auf Toilette. Diana hat sich jetzt entschlossen, doch noch ihre Hausaufgaben zu machen, oder was? Sieben.
Ja, du, das wird jetzt auch nichts mehr. Du kannst jetzt mal jetzt eben noch ein Nickerchen machen, aber viel drüben wird's nicht. So, mal hier dein Bild weiter, Luna. So, jetzt kommt hier gleich der Schulbus. Ach nee, es kommt gar nicht der Schulbus. Es ist ja Musetag. Ja gut, dann, geh du mal arbeiten. Wunderbar, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, Mensch. Ach. Cool, cool, cool. Ja, Maya, kannst du jetzt mal dich wieder zurückziehen in deine Urne? Jetzt holt sich da was zu essen aus dem Kühlschrank. Und Nina fliegt das gar nicht. Und jetzt ist so, oh ja, ein Geist. Mal wieder. Nurski, Nurski! Shushka ba! So, WTF, ich will nicht mit dir reden. Sie wünscht sich, einen Insekt zu fangen, ja. Ich sehe jetzt hier keine Insekten, muss ich dir ehrlich sagen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich hier einen Insekt hernehmen soll, dass du fangen kannst. Achso, hier, Schmetterlinge, natürlich. Ja, dann gehen wir die Schmetterlinge fangen, Nina. Los geht's. Zack, Schmetterling ist gefangen. Zoologin. Bringe 20 Tiere aus der Wildnis mit nach Hause. Nur Kleintiere. Ich weiß nicht, ob ich das will. Aber ich glaube, ich hatte den Lebenswunsch tatsächlich noch nicht. Hab mich noch nicht entschieden. Ich habe mich noch nicht entschieden für einen Lebenswunsch, Nina. Ich will mir noch ein paar Türen offen lassen damit. So, schön. Du hast den Computer kaputt gemacht, dann kannst du jetzt hier malen. Deine Mutter kommt runter und repariert den. Mal eben schnell. So, dann geh mal hier unten was essen. Nina möchte gerne im Meer schwimmen. Ja, dann geh doch mal an den Strand. Dann gehen wir jetzt mit dir an den Strand, Nina, wenn du das gerne möchtest. Warum guckt die denn schon wieder so böse? Wow, 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 wow. Wow, was ist das denn für ein interessantes Fahrrad? Da hat das Spiel wohl wieder nicht richtig geladen. Wie schön. Wie schön. So, dann gehen wir hierher. Dann kannst du hier direkt schwimmen gehen. Läufst du jetzt hier lang? Hättest du auch da lang lassen können. Hä? Wo läuft sie denn jetzt hin? Einmal ganz außen rum oder was? Hä? Aha. Muss man jetzt nicht unbedingt verstehen, was er macht, aber okay. Gut. Du bist da schon im Wasser. Du stehst schon im Wasser, aber gut. Bis zum Rock. Nina macht leider gar keinen Sinn in allem, was sie tut, irgendwie gefühlt. Und weil sie sich da im Wasser spiegelt, sieht das so ganz komisch aus. So, dann schwimmen wir jetzt mal. Sehr gut. So, dann lassen wir sie da mal ein bisschen schwimmen. Ich gucke mir das da gleich nochmal an. Ja, Luna kann hier wieder mal ein bisschen was zu essen zaubern für die Kinder. Ach nee, wir haben eine Vegetarierin, oder? Ich glaube, Lena ist. Ja,
Vegetariern. Dann räumen wir erstmal die Küche auf und dann machst du halt Gemüseburger. Ups, das wollte ich gar nicht. Damit alle hier zufrieden sind. Diana kann jetzt nochmal schnell ihre Ausgaben fertig machen, wenn sie sonst schon nichts geschissen kriegt. So. Und was ist mit ihm? Dann möchte ich einen Schammer nehmen und einen Zeitschrauber. So, Nina haben wir jetzt hier ein bisschen am Schwimmen. Okay, dann kommen wir wieder zurück hier. Jetzt kommen wir wieder an Land. Hä? Wir waren doch gerade noch Kinder, oder nicht? Wie blöd. Wie scary war das denn jetzt? Kannst du ja ein bisschen im Sand spielen. Tim hat erfolgreich hier gearbeitet anscheinend. Das heißt, er kommt jetzt nach Hause. Pünktlich zum Essen. Also heute ist irgendwas echt mit den Texturen nicht in Ordnung. Bei diesem Spiel. Das dauert so lange, bis das lädt. Das nervt mich. Oh. Warum dauert das so lange? So, Kevin, du kannst doch mal auf Toilette gehen hier. Please do. Please do. Please pee. Thank you. So, dann schenken wir Tim erstmal duschen. Diana ist fertig. Das heißt, sie kann dann schon mal schlafen. Ein bisschen heute. Was will sie? Ein Schaukelstuhl benutzen. Ja, das ist kein Problem. Das kannst du meinetwegen gerne machen. Hier räumen wir mal ein bisschen auf für deine Mama. Die haben noch den ganzen Tag hier ihren Schlafanzug an. Auch gut. Dann nimmst du dir auch was zu essen. Nein, nein, nein. Deine Mama hat gerade extra. Ja, deine Mutter hat gerade nicht gekocht. Ist das da? So, dann kannst du duschen gehen. Ich möchte zum Sommerfest. So, dann gucke ich mir jetzt erstmal an, was Nina hier fabriziert hat. Am Strand. Wer ist denn das alles hier? Dietlinde. Ach, ist auch ein hotter Name. Mercedes. Ruben. Estefan. Der ist natürlich hot. Ja, ja, den kann sie sich vielleicht nochmal klar machen. Aber noch nicht zu klein. So, Nina. Bei all dem Spaß schicke ich dich trotzdem nach Hause, weil die ist ja. Achso, sie ist einfach nur. Ihr ist warm. Okay, das ist schön. Aber ich schicke dich trotzdem nach Hause. Genug gespielt. Ist das? Können sie wieder nach Hause radeln hier. So, Luna ist schon wieder müde. Ich weiß nicht, wovon genau, weil sie den ganzen Tag eh nur in Schlafsachen rumrennt. Aber sie ist müde. Ach so, hier, das können wir noch schnell verkaufen. Oder ach nee, ist noch gar nicht fertig. War nur ein Glitch. Schade. Du wolltest doch baden, oder wie sich das. Ja, dann geh doch mal eben baden hier. Ist doch. Ach nee, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Ist doch auch mal schön.
Was hat Tim hier? Mit dem müssen wir nochmal ein bisschen was malen. Diana schläft ja schon. Elena macht Hausaufgaben. Und dann müssen wir auch nochmal einen Burger nehmen später. So, du kannst dich jetzt hier mal gerade mit der Katze beschäftigen, weil dein Bruder gerade das Badezimmer blockiert. Was ist das denn? Wie mit dem Verband? Dieter Jolinas Wort. Hier, ich geh mal was essen. Warum hat er Zöpfe? Ich kann nicht sagen, warum er Zöpfe hat. Weil das irgendwie so ein Glitch ist mit so einer Frisur, die ich habe. Ich weiß nicht genau, was, welche Frisur das mit reingebracht hat, diese Zopffrisur. Aber es ist nun mal da. Stehen wir in irgendeinem Verhältnis zu dem? Nein. Verstehe ich da nicht, warum er hier ist. Aber okay. Nina kann auch ein bisschen was essen. Der Name ist, glaube ich, auch bald Lea. Hier. So, dann ist Kevin schon fertig mit Baden und kann schlafen gehen. Ja, geh mal schlafen. Dann kann Nina sich nämlich gleich Bett fertig machen. So, dann kannst du hier die Reste wegstellen und was auch immer hier verdorben ist, der Salat, den kannst du ausräumen. Den Salat kannst du ausräumen. Und hier müssen wir mal die Küche aufräumen, das wäre auch mal ganz nett. Willst du deiner Mutter auch mal einen Gefallen mit tun? So. Und dann gehst du auf Toilette, machst das Klo sauber. Tim ist sehr müde, deswegen schicken wir den jetzt auch ins Bett. Perfekt. Perfekt. Okay, und dann können wir Nina auch schon ins Bett schicken. Elena schläft, Tim schläft. Achso, Elena haben wir ja noch. Ups, voll vergessen. Elena möchte ihre Charisma-Fähigkeit schon ewig verbessern, beziehungsweise hat ihr diese Herausforderung. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Noch ein bisschen. Kusip. Obanaka too. Mom knows a Subi, but Subi snore. She's Buna. Dabbed her, snored up. Machen wir hier ein bisschen schnell durchlauf, weil hier passiert ja sonst nicht viel. Außer dass sie redet. Achso, Diana können wir eigentlich auch schon wieder aufstehen lassen. Und dann kann sie hier mal sauber machen und dann Dinge auch benutzen und so und sich waschen und alles. Das ist immer schön. Ich hoffe, ich überhaupt, ah, gut, einen Punkt zählt auf jeden Fall. Florni. Jean Grau Fredige. Nak Spiegel Stambadu. Larbola Ipthor. Reba. So, und dann, wenn du wach bist, kannst du hier mal dein Bild weitermalen. Madame. Das wäre sehr nett. So, Elena, lern noch mal ein bisschen schneller. Warum hackt das denn hier schon wieder so? Steh mal auf, irgendjemand kann doch nicht offen zu nerven. Wer ist das? Schreibe einen Science-Fiction-Roman, um deine Beziehung zu Chris McIrish Ivy zu verbessern und etwas Geld zu verdienen. Okay. Wenn das es bringt. Dann machen wir das halt. Denn in dieser Challenge
Das ist ja immer von Vorteil, Geld zu verdienen, ne? Denn wir erinnern uns, die Mutter des Hauses darf nicht arbeiten, die Teenager dürfen arbeiten, aber die dürfen nur so Teilzeitjobs haben. Und deswegen ist das immer ein bisschen tricky, tricky hier mit der Geldverdienerei. Na, Fräulein? Hallo? Hallo? Oh, jetzt hakt es wieder, weil es umschaltet von Mitternacht auf. Whip e Powder Hill. Grau, Fredege. Naga. Emil schleicht ja auch nur noch auf und ab. Gessi so, Duvage. Vochi Dog. Was zur Hölle ist hier los? Oh, Diana. Manu. Dich wollte ich auch nochmal hier versorgen. Hier duschen. Batusa in Bo. Whip. Chabadu. Chub. Und. Kabina. Ilsa. Dinamadu. Chabadu. Etwas. Ta. Bimbala, Powder Hill, Vandia, Kuba, Tuga. Gut, du kannst dann auch schlafen gehen. Und sie dürfte hier bald fertig sein, meine im Bild. Elena ist fertig. Sehr schön. Muss ich hier auch noch ihr Buch fertig schreiben lassen. Aber ich glaube, ich lasse erstmal Nina gleich noch ein bisschen schreiben. Wenn besser ist es. So, Kevin kann auch gleich schon mal frühstücken. Hier, Pfannkuchen. Diana ist schon am Frühstücken. Sehr schön, Diana, dann kannst du hier weitermalen. Zack. Zack, zack, zack. So. Luna dürfte jetzt hier fertig sein gleich. Oder wie sehe ich das? Oder wie sehe ich das, Luna? Kriegst du das jetzt mal hin hier? Ja. Luna hat genügend brillante Gemälde gemalt, um die Fähigkeit, Herausforderungen begabter Maler abzuspielen. Okay, was heißt das jetzt hier präzise? Sie hat auf jeden Fall schon wieder eine Krise, deswegen lasse ich sie jetzt mal was essen. Indem sie mindestens 6 Monate, sie kreieren häufiger brillante Gemälde und Meisterwerke als weniger begabte Maler. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt nur noch hier 5 Meisterwerke schaffen. Weil wir haben noch kein einziges Meisterwerk geschafft. Wie schön. Und dann können wir hier Meisterkünstler werden. Vielleicht schafft sie das ja noch. Das wäre sehr gut. Sehr, sehr gut wäre das. Emil, warum miaust du denn schon wieder so theatralisch? Kriegen wir jetzt einfach alle Gemüsebürger zum Frühstück? Denn ich kenne da nichts. So, und dann... Achso. Kann er hier natürlich nirgends malen, weil Diana schon wieder alle Staffeleien belegt. Ist das ein Fenster oder was? Wahrscheinlich. Sieht ja interessant aus. Dann verkauf das bitte. Und dann kannst du dich oben noch mal ein bisschen schlafen legen. Und Nina kann ein bisschen weiter. Oh, Sportbuch. Das gibt's auch. Dann mach das mal. Ich glaube, ich habe noch nie geschrieben, ein Sportbuch. Ja, das sind 3. So, dann mal hier weiter. Okay.
Du, geh mal auf Toilette. Hallo. Tim. Nein. Du hast hier schon eine Staffelei angefangen. Kannst du nicht einfach irgendwie hier alles belegen? Nein. Du kannst hier unten malen. Du musst noch was essen. Da hinten kommt ein Tier gelaufen. What is it? What is it? Ferdinand May. Sieht aus wie ein Marder. Ist aber eine Katze. Diana hat schon wieder eine dieser Launen. Schön. Auch sehr schön, Diana. Ist auch mal einen schlechten Tag. Das ist ja beruhigend. So, ich würde sagen, ich beende diesen Part jetzt hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann gerne einen Daumen nach oben da. Oh, geh doch mal ans Telefon. Wenn ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Oh, ich muss wieder kurz bei mir lassen. Ja, und wenn ihr Namensvorschläge habt, dann lasst gerne unten in den Kommentaren, denn wir brauchen immer ganz viele Namensvorschläge für diese Challenge. Das ist ja nicht umsonst die 100 Baby Challenge. Und, ja, ich hoffe, wir hören uns dann alle, nein. Ich hoffe, wir hören uns dann alle beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.